Willkommen in Thessaloniki. Die Stadt ist nach der Schwester Alexander des Großen benannt. Und wir lesen in der Bibel, dass Paulus in Philippi gelandet war, also in Kavala, dann hierher nach Thessaloniki gekommen ist und hier das Evangelium gepredigt hat. Wir lesen auch in der Bibel, dass die Kirche hier eine der Modellkirchen war seinerzeit. Paulus und Silas wurden von der Gemeinde in Thessaloniki nach Beröa geschickt und wie gewohnt gingen sie in die Synagoge der Juden. Auch heute noch finden wir in Beröa ein Denkmal, das an diese Ereignisse erinnert. Auf diesem Bild wird die Erscheinung dargestellt, die Paulus bei Nacht hatte, als ein Mann ihn bat, nach Mazedonien zu kommen. Dieses Bild hier möchte uns das Predigen von Paulus in Beröa vor Augen führen. Laut Apostelgeschichte waren diese Synagogenbesucher freundlicher als die in Thessaloniki und hörten aufmerksam der Lehre des Apostels zu. Unvoreingenommen und ohne blockierende Vorurteile nahmen sie die Lehre bereitwillig auf und forschten in den Schriften des Alten Testamentes, der damaligen Bibel, ob es sich so verhielte. Im historischen Stadtteil der Stadt Beröa finden wir eine jüdische Synagoge, die nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut wurde. Glaubten nun viele von ihnen, darunter nicht wenige von den vornehmen griechischen Frauen.